So, damit hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 26. Fortran. Es sind schon so viele. Echt schon irgendwie krass, ne? Bald wären es 30. Das ist irgendwie schon nicht schlecht, ne? Da war das in einer oder maximal 2 Wochen nicht kommen. Ja, können wir machen. Und da ist dieses Mal nur ein wenig Entspannung. Haben Sie Spaß an einem der SUV-Helden? SUVs Spaß haben kann man auf jeden Fall. Nur, naja, die meisten sind auch nicht so wirklich offroadfähig. Ist eher so, sie sehen so aus. Halt groß, ein bisschen höher gelegt, haben auch öfters viel Leistung, aber Offroad, gibt es Autos. Wir haben wieder 4 Sachen heute und auch endet ihren 21 Stunden 42 Minuten, also der gilt auch nur noch heute. Es war nämlich jetzt gerade hier auf gemütlich um 11 Uhr morgens, ausnahmsweise mal. Ist eigentlich immer relativ spät, war eigentlich eher so nachmittags abends, eigentlich eher abends, heute mal früh. Ich habe nämlich Lust drauf. Und da oben, das ist ja sehr klein geschrieben, Luxusleben, da müsste stehen, warte. Holen Sie 3 Sterne bei einem Flughafen-Gefahrenschild im Mercedes G65 AMG, um den Lamborghini Huracan HE zu halten. Das ist echt klein geschrieben, ne? Das ist, naja, gut. Und das zweite, das war knapp, verführen Sie 10 Fasttrefferfähigkeiten in einem SUV-Helden, um 100.000 Credits zu erhalten. Habe ich gerade außerdem SUV-Helden. Das war der Land Rover. Den brauchen wir auch hier beim dritten. Kulturelles Phänomen. Schließen Sie 5 Kopf-an-Kopf-Rennen in einem Land Rover ab, um 85.000 PS zu erhalten. Deswegen jetzt nochmal den Land Rover. Und dann noch, wie sportlich, der war gut, so schlechter wird's eigentlich. Gewinnen Sie eine Meisterschaft in einem SUV-Helden, um 3 Lose zu erhalten. Und wir fangen an mit den 10 Fasttrefferfähigkeiten. Das heißt, 10 Mal an Autos möglichst nah vorbeifahren. Das wird man ja nicht schaffen hier. Mit dem Land Rover, Range Rover, Supercharged. Voll wenig getuned natürlich. So. Fasttreffer sind dann noch relativ easy. Und 10 Stück ist ja auch nicht so viel. So 3 haben wir schon eigentlich. Noch Draufgänger hier. Zack, zack. 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 Geht, glaube ich, echt schnell, oder? Sollte man nicht so schnell fahren. So. Müsste eigentlich schon gleich geschafft sein. Na? Noch nicht? Ah. Ja, ich würde sagen, so kann man schnell Geld verdienen. 100.000 Credits. In, was waren das? Das waren nicht mehr 2 Minuten. Aber alles klar. Natürlich, Geld nehme ich immer gerne. Mehr her damit. Dann geht's weiter, würde ich direkt sagen, mit den 5 Kopf-an-Kopf-Rennen, die wir abschließen müssen und nicht gewinnen müssen. Also, es ist egal, ob jetzt. Da ist ein Auto. Als erster werden oder halt nicht. Deswegen auch hier direkt ein KTM X2. Dann gewinne ich ja easy das Rennen, ne? Ich kann so ein KTM schon. Tschüss. Beschleunigungsgeld. Wow. Ja, das ist noch ein wenig getuned, ich glaube auf A-Klasse. Hat aber 600, ich glaube so fast 650 PS. Na gut. Hätte ich wirklich nicht erwartet. Das hat nämlich sogar ironisch gemeint, dass ich gewinne. Aber okay, gewinnen tue ich trotzdem gerne. Da spricht jetzt eigentlich nichts gegen. Sind wieder Surfers Paradise angekommen, wo auch theoretisch bleiben können. Müsste ja auch genug KI rumfahren. Vorne ist noch wieder einer. Das heißt, das erste von 5. Wie haben wir denn hier wieder? Ach süß, so ein Lotus R40 eher. Oh Gott, ist der hässlich, Alter. Aber der fährt sich wenigstens gut, der Lotus. Der ist echt geil. Ich verschreibe mich ja dauernd. Aber ja, Aussehen 5. Auf der Schulnotenskala. Das ist. Oh, nicht gut, genau wie das Handling hier. Ja, Lotus, bleib mal da hinten. Da, wo du hingehörst. So, ja, nächsten Schalt. Das Sound ist geil, ne? Also, das hört sich wirklich 1 zu 1 an wie der Motor aus dem Jaguar F-Type. Wo das wohl liegen mag. Weil zufällig ein ähnlicher Motor ist. Ganz zufällig. Wieder ein paar Geld und ein paar EP.
ich sollte doch mal hier so einen Deutschkurs gehen. Damit ich endlich mal halbwegs vernünftige Sätze rede. Und ich will ja letztens Spaß die. Da ist hier ein Creditor-Avatar. Komm, den will ich herausfordern. Halleluja! Sagen, Kobe erfolgreich genommen. Ist aber schnell da vorne. Ah, jetzt gedacht, Flagern. Kann auch ein bisschen Abort fahren hier. Also nur wirklich ein kleines bisschen. Fährt er jetzt hier lang? Wow. Ey, wo fährt der denn lang, ey? Ja, meine Güte. Er hat auch ein ziemlich schnelles Vehikel da vorne, ne? Was auch jetzt gerade mal so auffällt, ich habe ja so unglaublich riesige Rückleuchten hinten. Auch die dritte Bremse ist hier vor allen Dingen. Wie breit die ist. Ist ja breiter als ich. Jetzt halt doch mal an, Junge. Ich will den jetzt. Alter, dieser Ford GT, ne? Ich meine, ich werde den eh nicht schlagen. Obwohl, das muss nicht heißen. Ich habe schon mal in dem Thema der Go-Karten, da glaube ich, F1 geschlagen. Warte, aber jetzt hab ich dich. Ist das sogar die Horizon Edition? Alles klar. Ich meine, was auch sonst, ne? Also, sieht zumindest so aus. Jawohl. Schon mal kleiner Ford, ich kürze ein wenig ab. Ich hoffe, die Abkürzung war auch gut. Ja, auf jeden Fall. Ich bin wieder mal gekonnt in jeden Baum gefahren. Ich komme da irgendwie durch. Aber weiter rechts, wäre schön. Gott, was tue ich dem Wagen da an? Dafür ist er definitiv nicht gebaut. Wo ist denn der Ford? Tja, Leute, ich sehe keinen. Also noch nicht. Ach, da hinten kommt er. Oder kam er? Tja, easy. Also, ihr wisst ja, Ford GT ist ein Scheißauto, kann nichts. Selbst Land Rover ist da besser. Es kommt doch lieber ein Land Rover an Ford GT, der ist natürlich scheiße. So, das wäre jetzt wie viel? Ich glaube, wir haben jetzt zwei gemacht, oder? Kann das sein? Wir drei waren das sogar schon. Yep. Also zwei fehlen noch, zwei Kandidaten, die es mit mir aufnehmen. Und wieder der Lotus. Komm, was so schön war, trink noch mal. Ist das überhaupt der gleiche oder ein anderer? Keine Ahnung. Ist mir egal, jedenfalls ist meiner schneller. So ganz zufällig. Ja, ich werde jetzt schon geil. So. Kilometer noch. Ja. Ich würde auch gerne weiter beschleunigen, ohne irgendwo zu fahren. Schaffe ich denn 300 bis da? Nee, schaffe ich nicht mehr. Ich schaff's bis dahin noch, mich fünfmal zu überschlagen, mein Auto zu zerstören. Das schaffe ich. Komm. Aber ist ja easy. Ja, war ja gar nicht knapp. Fähigkeiten 0 EP läuft bei dir, Fabian. Das ist wieder gezeigt. Du bist unglaublich skillig. Sagt doch der Name schon. Wir drehen mal um. Nehmen mal die Corvette. Genau. Ist das eine C5? Ich glaube schon. Für ein geiles Teil. Ja, aber beschleunigen, mein Freund. Das musst du noch mal üben. Und fahren soll ich auch noch mal üben. Ja, ich meine, es ist noch früh. Es ist gerade mal um 11. Ja, da kann sowas schon mal passieren. Mann, ey, scheiß KI doch mal weg da.
noch ran, oder? Warte, ey, das ist jetzt aber. Ich muss da direkt wieder so ein komisches Auto sein. Was? Ey, also, das kann nicht sein. Okay, Spieler gerade geleckt, nice. Das ist ja, ich war mindestens mit 2 cm vorne, ja, habe ich genau gesehen. Ja, also ich habe mir hier beweisbar, ich war mindestens 2 cm vorne. Ach, wie jetzt bin. Das ist ja wohl unfair. Jetzt bitte noch einen geilen Preis beim Wheelspin, ja? Sonst bin ich traurig. Ich habe gesagt, einen geilen Preis und keinen Scheißpreis. Danke, Forza. Ich hasse dich auch. Das nächste. Warte mal, was machen die da? Okay. Wie, du rammst mich? Jetzt fahr doch vorbei. Ist doch alles frei. Ja, Gott. Ich fahr was dumm. Bleiben noch 2 Sachen. Und als nächstes machen wir die Meisterschaft. Ich werde davon aber, denke ich mal, wieder mal nicht alles zeigen, weil das dauert einfach zu lange. Und wäre auch zu uninteressant. Willst du vielleicht einen Zeitraffer machen oder mal ein paar Stellen zeigen? Mal schauen. Ich würde sagen, das erste Rennen. Ich komme noch kurz ein bisschen zum ersten Rennen. Wir werden ab dann irgendwie das schneiden. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Vielleicht diesmal mit Musik, ich weiß es nicht. Ich finde das irgendwie lustig mit Musik. Oder was ist los? Ich finde es irgendwie. Macht es Spaß, die da einzumachen. Ist ja auch kein besonders großer Aufwand. Da ein bisschen Musik reinzuschneiden. Mal schauen. So, ich fahre schnell. Wir machen wieder nur 3 Rennen als Meisterschaft, aber das reicht. Müssen nicht mehr sein. Mehr tut auch nicht Not. Sind wir auch schon. Beim Straßenrennen. So, ein Nicht-Fernrennfahrer, das war falsch. Eine Meisterschaft wollen wir. Wieder selber einen erstellen. Wir nehmen mal Sport Utility Heroes. Also das Rennen hier. Ja, es passt schon. Oh ja, passt schon. Drin auch ganz gut. Auch 3 Runden sind auch in Ordnung. Und das hier, ach, ist alles hier direkt vorgeschlagen. Lassen wir so. Wird so gemacht. Ach, 20 Kilometer? Ach, ist ja. Mit so einem Wagen dauert das ja auch nicht so lang. Die Horizon SUV Heldenmeisterschaft. Zeigen wir den Leuten, was in diesem Großstadtgiganten so drin steckt. Ja, Großstadtgiganten, ne? Weil, aber jetzt mal, apropos Großstadt, wer fährt so ein Teil in der Großstadt? Es gibt so viele, ich sag mal, auch etwas wohlhabendere Leute, die halt SUVs kaufen, so halt die besonders, ich sag mal, luxuriös sind, besonders leistungsstark, so in Richtung BMW X6, Bentley, Bentayga. Wer fährt so, wozu fährt man so einen Teil in der Stadt? Das ist da sowas von ungünstig, das ist so bescheuert, das da zu fahren. Aber naja. So, erstes Rennen von 3, los geht's. Oh, schön Innenraum. Würde ich sagen, sehen wir uns nachher wieder.
Boom, durchs Ziel. Und da rennt man eigentlich relativ easy, wie ihr, glaube ich, gesehen habt. Ich habe auch, glaube ich, gar nicht zurückgespult in den drei Rennen. Habe natürlich Fehler gemacht, klar, aber zurückspulen eigentlich nicht. Hätte ich benutzen können, aber dachte ich mir, komm, brauchst du eigentlich nicht. Eigentlich relativ easy. Ich glaube, bei der Rundenzeit der einzige unter einer Minute, sogar deutlich, mit einer 57,8. Kann man machen, würde ich sagen. Also die dritte Runde wäre echt in Ordnung, muss ich sagen. War schon ziemlich pornös. Gewonnen, Meisterschaft sogar gewonnen. Nice. So, den nächsten Erfolg freigeschalten. Haben noch 0,07%. Auch so, wir haben drei Lose natürlich. Die ich auch gleich direkt einlösen werde. Sondern in dieser Folge vier Lose, Alter. Nice. 11.000 Erfahrungspunkte. Weil ich liebe Lose. Ich finde eigentlich drei Lose immer besser als Geld. Also ich würde jetzt lieber drei Lose nehmen als 100.000 Credits. Weil in den meisten Fällen. Also da würde ich. Ich sag mal, mit einer Wahrscheinlichkeit von vielleicht nur 40% oder 30% gewinnst du. Warte, ich muss kurz warten. Gewinnst du dabei bei den drei Losen mehr Geld als mehr Credits als 100.000. Eine gute Lose hast. Ich habe manchmal nicht so Glück. Ich meine, ist sowieso Zufall alles, aber man kann natürlich mehr gewinnen. Ich würde aber immer lieber Lose nehmen als Geld. Zumindest bei 100.000. Hier wieder 80.000. Wenn ich jetzt 200.000 nehmen würde, oder nehmen könnte, oder drei Lose, würde ich auch würde ich lieber 200.000 nehmen. Weil das ist dann eher unwahrscheinlich. Naked Horizon Edition. Oh, danke. Ich wollte nicht den Alfa Romeo haben. Guck, jetzt haben wir schon über 100.000. Sogar 150.000 haben wir schon. Mit zwei Losen. So, jetzt als dritte noch. Deswegen, das kann sich auf jeden Fall lohnen. Ja, Alter, ne? Das 250.000 mit drei Losen. So gefällt mir das. Ja, das kann gern jedes Mal so sein. Dann müsste uns ja theoretisch jetzt noch eine Sache fehlen. Genau. Und zwar drei Sterne beim Flughafen Gefahrenschild in der G-Klasse. Deswegen ein Cut. Ich habe absolut keine Ahnung, ob der Wagen dafür schnell genug ist, weil drei Sterne ist schon eine Hausnummer. Wir probieren es einfach mal. Also man hat es auf jeden Fall getunt, das ist nicht das Tuning aus dem Let's Play. Das würde ich mehr getunt, aber drei Sterne ist schon echt nicht schlecht. Alles gleich, wir schlagen mich wieder. Also vielleicht machen wir auf dem Weg da fahren. Könnte vielleicht so hilfreicher sein. Das scheint auf jeden Fall nicht so einfach zu sein. Schätze ich jetzt mal. Alles klar. Ich kann vielleicht so ein bisschen weiter rechts fahren. Ganz klein wenig. Oh Gott. Dann 11,59 Meter. Reicht wahrscheinlich nicht. Gucken wir mal, was wir für drei Sterne brauchen. 168 Meter. Alles klar, ich glaube, ich muss nach Marsch kurz tun gehen. So, zweiter Versuch. Oh, das klappt jetzt. Der war noch ein bisschen weiter aufgebaut. Ich meine, viel mehr ging der gar nicht mehr. Der war schon relativ weit am Maximum. Aber da gehen noch Geländereifen. Da gehen noch mehr Hubraum. Na, das ist nur. Ich muss noch weiter außen rum fahren. Ich darf da nicht so hart rüberspringen. Das ist natürlich zu viel Speed. Nicht darauf, nicht darauf, nicht darauf. Das ist jetzt ziemlich blöd gelaufen. Vielleicht noch weiter links springen. An sich hier so rüberfahren, das passt eigentlich. Oh nein, nicht überschlagen. Das ist aber echt schwer, ne? 168 Meter? Das ist ganz schön viel. Immer mit dem Wagen hier zumindest. Wenn ihr seht, an sich klar machbar. Das ist jetzt nicht die Frage. Das habe ich aber damals mit dem Scheternario gemacht. Und der ist eventuell ein bisschen schneller als der Kollege hier. Alter, what the fuck?
Wie soll man das hier genau anfahren? Ohne halt wirklich viel Speed zu verlieren. H46. Also noch 20 Meter mehr. Wenn ich wirklich da richtig in die Kuhle aufkomme, dann passt das eigentlich. Kann sich ja noch um Stunden handeln. Ich will aber den Lambo haben, um ihn natürlich euch zu zeigen. Nein. Ich muss ein bisschen weiter rechts aufkommen. Dann 50 ist schon mal weiter, schon mal deutlich näher dran, aber das sind noch 18 Meter mehr, die ich brauche. Aber an sich, der Versuch, der war schon mal gar nicht mal so verkehrt. Naja, fast. Ich will das jetzt schaffen. Meter! Alter, meine Güte, war das ein Krampf, ey. So. Wo ist mein Erfolg? Danke. Ich war wirklich kurz davor, aufzugeben. Ich hätte nur 6 entscheiden müssen. Wow. Ich dachte, der fünfte, der reicht noch eigentlich aus. Brauche nicht den sechsten, aber gut. Wenn ich hier diesen komischen Hurrikan halten, die doch gleich wieder verkaufen werde danach, aber vorher folgt noch eine kurze Testfahrt. Da ist er. Ziemlich geile Farbe hier in diesem wunderschönen Orange. Also so ein normaler Hurrikan, der ist schon ziemlich geil. Kann sich schon mal gönnen. Dann sieht brutal aus hier. War schon im Let's Play auch hier diese Horizon-Reifen. Naja, ein bisschen nicht drauf. Die Felgen eigentlich auch nicht. Ah, was ich halt geil finde hier, ist dieses, warte, goldene Nummernschild. Ja, es ist natürlich, also gehört sich das, ne? Bei Adventure haben wir dann doch gleich ein goldenes Nummernschild, ja, da frage ich das Geld auch noch. Ist eigentlich auch, ist auch S1, quasi so, verleihst du mir wieder normale Hurrikan, da hat sich nichts geändert. Wobei ich dir auch ziemlich gleich. War halt mit Fähigkeitenboost, ist der gute. Sound, ne? Aber warte mal. Das hört sich anders an. Moment. So, das ist, glaube ich, der Sound vom Gallardo. Also, das klingt nicht so normal, Huracan. Das klingt nämlich genau wie der Audi R8. Also, die neuen meine ich jetzt. Ja, der neue R8. Der hat einen anderen Sound vom Gallardo so ein bisschen. Oder vom Hurrikan aus Forza Horizon 2. Gucken, was er so auch im Blitzer schafft. Ich tippe mal so noch 300, 305. Ja, schön. Boah, da knackiges Getriebe, Alter. Boah, der Sound ist geil, ne? Mal alles zurück ist nicht der gleiche. Ja, ist genau der gleiche. Ich hier 7 Gänge. Sogar 310 und Bremsen. Ja, verzögern ganz ordentlich. Ich gehe erstmal in die Cockpit. Muss da eigentlich alles gleich sein. Hallo G-Klasse. Boah, ne, ach schon hier. Dreht richtig hoch. Knapp über 9000. Schon Allradantrieb natürlich auch. Ah, ein bisschen quer kommt er auch. Der greift mich auch schön. So. Das
Sag mal, mit Allrad nämlich das hier machen. Den ersten Schaden. So ein bisschen den Preis drehen. Dass das im Cockpit so aussieht. Das ist ziemlich verwirrend. Ja. Was haben wir da vorne? Das ist ein R8? Ich glaube schon. Welchen kurzen Getriebe leck mich am Arsch. Ist aber geil. Das ist quasi mein Kollege hier. Aber das ist ein geiler Sound, finde ich. Mag ich. Der Wagen wird eh in 5 Minuten im Aktionshaus sein. Davon könnt ihr ausgehen. Wenn die Folge Autos auch wahrscheinlich schon verkauft. Ich denke mal, der geht ganz, trotzdem ganz gut weg, obwohl er gerade hier im Vorzeitraum ist. Naja. Das ist eine nette Karre. Ist natürlich wie alle weißen Autos nichts für mich. Brauche ich nicht. Gibt halt nur Geld. Ja, und Geld kann man nie genug haben. Ich habe zwar jetzt genug, ich kann mir eigentlich theoretisch alles kaufen, was ich will. Also ich habe eigentlich schon alles, was ich will. Davon mal abgesehen. Viel fehlt ja nicht mehr. Aber naja, vielleicht wird sich dafür darüber über den Wagen ein anderer freuen, der den Fahrzeug nicht macht oder der keinen Bock hat, was zu machen. Aber ich muss sagen, das war hier gar nicht mal so einfach. Ja, vielleicht ein bisschen blöd angestellt, kann auch sein, aber es war jetzt nicht so übertrieben einfach, wie die restlichen Herausforderungen. Ja, Leute, ne? Ja, danke fürs Zuschauen, natürlich wie immer. Und vielleicht sehen wir uns ja an einem der nächsten Videos wieder, vielleicht im nächsten Fahrzeugton, der dann wahrscheinlich wieder Sonntag kommen wird. Okay, hier ist gerade Martinshorn. Alles klar. Also bin ich jetzt zumindest. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!